Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Ja, ich habe ein bisschen trainiert seit dem letzten Mal, habe mir neue Fusionen hier gemacht und die zeige ich euch natürlich auch sofort. Wie immer erst die falsche Taste drücken. Ja, Party, ihr könnt ja sehen, ich habe mir Anahita gecraftet, hier noch ein paar neue, den Baphomet habe ich mir jetzt auch mal gecraftet. Und ja, weil ich die mir natürlich gecraftet habe, also fusioniert habe, statt sie normal zu kriegen, sind sie natürlich um ein einiges höher als mein jetziges Team. Aber ein paar habe ich jetzt auch behalten natürlich. Wie zum Beispiel den Engel, den würde ich auch gern weiterhin hier in den ersten hier haben, weil der Segen hat. Damit echt gut heilen kann. Ich habe übrigens auch ein paar Evangeliums bekommen, die werde ich jetzt ab sofort anders benutzen als vorher. Ich werde die nicht einfach zum Boosten nehmen, sondern nur dann verwenden, wenn ich wirklich Level-Ups brauche. Beziehungsweise wenn es lange dauert. Ich heb mir das so zum Beispiel für den 45er, 50er Bereich auf. Ich habe übrigens beim letzten Mal nicht gesehen, dass hier ein Drachenlinienquell war. Sonst hätte ich bei dem die Folge letztes Mal beendet. Da ist sogar direkt eine Quest daneben. Speichern brauche ich jetzt gerade noch nicht. Hi, Jack Frost. Was brauchst du denn? Hol 3 Eisjuwelen. Okay, du brauchst 3 Eisjuwelen, die habe ich. Nimm sie ruhig. Ich krieg die fast jedes Mal von der Kleinen. Und hab da immer so einen Überbestand. Proteinshake? Was bringt mir denn ein Proteinshake? Ich habe übrigens auch sehr viele Metamas gejagt. Heißt, ich habe sehr viel an Glorie bekommen. So, Proteinshake. Heilung jedes der maximalen AP bei einem Mitschalter. Kann jedoch Verzauberung, Verwirrung oder Trugbild auslösen. Also ist so ein Overheal, nur dass der halt auch einen negativen Effekt haben kann. Verstehe. So, neues Gebiet und da haben wir dann auch gleich direkt eine Abszesse. Es kann sogar sein, dass das Endgebiet ist. Von dem Gebiet hier. Story geht halt viel schneller um, wenn ich nicht mittendrin grinden muss, während den Aufnahmen. Da war die Taste. Wer bist du denn? I, Fionn McCool, shall test your strength. Ein Bosskampf aus dem Nix. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Lichttyp bist, aber ich nutze trotzdem mal sicherheitshalber das Fernrohr. Immer diese richtig geile Musik. Okay, Blitz ist stark gegen den. Ja, du bist eh fürs Heilen zuständig, also... Der bringt mir hier aber in dem Kampf halt tatsächlich auch nichts. So, die kann Blitze nutzen. Ich habe extra mein Team komplett nochmal neu aufgemöbelt. So, du bringst mir in dem Kampf ja auch nichts. Im Rest muss ich gucken, wer alles Blitze hat. Sie hätte ein paar Blitze. Er hat eine Ladung. Ich habe noch nicht jedem hier neue Fähigkeiten gegeben. Sie hätte Masionga. Ich hole sie rein, weil sie ist auch eine recht gute Heilerin. Und ich glaube, Manangal kann sogar eine Blitzfähigkeit, oder? Nee, tatsächlich nicht. Und noch einen, den ich auswechseln muss.
Wer hat denn noch eine gute Blitzfähigkeit? Ja, die Lamia hat noch eine Blitzfähigkeit. Ich habe das Frauenteam bei mir. wenn lange Haare dazu zählen, sind wir der Langhaar-Squad gerade. Donnerbrausen, ich habe noch keine dieser Fähigkeiten holen können. Dass die Techniken stärker werden. Oh, der Kampf wird ein bisschen dauern. Xionga! So, Parvati ist eine recht gute Heilerin. Vor allem, die kann ihre Heilung sogar nochmal boosten. Deswegen hätte ich bei der eigentlich echt gern Segen. Dann brauche ich auch den Engel nicht mehr. Ja, sicher kann er seinen Angriff boosten. Und meine Abwehr nochmal senken. Wäre nett, wenn du sowas in Zukunft sein lässt. Danke. Ich hau direkt meinen Omagatoki raus. Und Donnerbrausen. Pam. Xionga. Also sie hat eine HP-Heilung, die für alle ist. Aber sie Segen ist halt nochmal eine Nummer besser. Ist er dagegen immun? Das müsste man jetzt mit einem weiteren Teil testen. Warte mal, ich habe ja seinen Status. Nee, das sollte eigentlich funktionieren. Man kann ihn auch vergiften. Verwirrend, glaube ich. Ich weiß nicht, was das vierte da ist. Warte mal. Verwirrungsjuwel. Warnversuch wert. Versuch du es nochmal mit dem Juwel. Aber eigentlich sollte das sehr gut gegen den funktionieren. Danke. Parvati ist echt nicht gut für den Angriff, deswegen lasse ich sie supporten. Xionga! Bitte, ich habe schon so viele Juwelen. Ich will, dass sie auch mal irgendeinen Nutzen erfüllen. Ach, come on. Ich habe dir die Giftfähigkeit nicht mitgegeben. Aber Marienkarin kann ich versuchen. Ja, es hat mal funktioniert. Jetzt greift er, glaube ich, manchmal nicht an. So, noch einmal Verwirrungsjuwelversuch. Natürlich klappt es nicht. Marienkarin hat ja jetzt keinen Sinn mehr, also Xionga. Aua. Gleich nutzt er eine Ulti. Komm, Fionn, bring mir das hier zu Ende. Muss irgendwie geheilt werden? Nö. Aber sie kann zumindest die Schale-Fähigkeit mal nutzen, dann sind ihre Heiltechniken wieder höher. Donnerbrausen! Ich mach echt gut Schaden. Media. Auch wenn er nicht viel zum Heilen war. Er ist fast tot, er ist fast tot. Agion, der nutzt das dann für sowas. Ich wollte eine Ulti sehen. Das war einfach nur eine starke Feuerattacke, mehr nicht. Ich gehe danach übrigens um den Drachenlinienquell zurück und heile mich. Ich habe mehr als genug Geld. Jetzt haben alle was abbekommen.
Der sollte jetzt eigentlich langsam umfallen. Dionga! Ach komm, beenden wir das mit einem Donnerjuwel. Ja, Elektrojuwel. Tschüss. Ja! Der hat aber nicht viel Erfahrung gegeben. Stop, please. Oh? Ja, das war einer von der Bethelkirche, oder? He's my classmate. What does that mean? Ja, ich bin einer von den Guten. Ah, so you're attempting to rescue your friend from Lamu. I apologize for my hastiness. Although you can see how you played a part in it as well, I'm sure. When I saw a demon escorting a human on their own here, naturally I became very suspicious. We were sent by Bethel. Bethel? Ah, you mean the servants of that god. So, you're looking for the other humans. Oh, are there more people dressed like me? If you're referring to the students that the demons had abducted, I've already assisted them. Though, I admit I don't know whether or not that was all. They are at a fairy village southwest from here. The fairies there are sheltering them. A fairy village? But heed these words. The demons of chaos, the forces of Lamu, are powerful foes indeed, and these lands are replete with them. Even Bethel's power cannot reach here. You would best serve yourselves by leaving quick as you can. Okay. Maybe the case, but I need to help my friend. I understand. Then, please show an abundance of caution as you make your. We should tell Yuzuru about the fairy village. Maybe Miyazu is there. Okay, I've sent him a message. Hopefully he'll head there right away. We should. Ja, wir gehen da ja jetzt sofort hin, ne? Ja, wir werden uns ja sofort umsehen, aber erst Zaubercut. Ich werde jetzt hier geheilt widerstehen. Tada! Magie. Ich muss das Team noch umändern. Pavati ist toll im Team, ja, aber ich muss der erst mehr Helferfähigkeiten geben. Mache ich offscreen. So, mein Lieblingsteam erstmal wieder hier zusammen. Ich weiß, es gibt bessere. Aber das funktioniert bei mir halt am besten momentan. Oh, guck mal, Lamia. Ich hab's nicht gelesen, nochmal bitte. Weil Lamu so ein alter Gott ist, passt es ihm nicht, dass ein junger Schöpfer ihm den Thron streitig gemacht hat. Lamu ist ja auch Nahobino. Mit der einen Troller zusammen. Euch habe ich schon gecraftet tatsächlich. Ach ja, ich habe übrigens beim letzten Mal noch so zwei Mimans gefunden. Und die haben wir noch nie bekämpft. Ich gehe extra erst auf die Jack-O-Laternen. Wenn ich jetzt ganz normal drauf schlage. Ja. Sollten die umfallen, wollte ich sagen. So, ich garde extra, damit du einen Angriff machen kannst. Okay, so kämpft sie. Ja, dann kann ich dich ja jetzt finishen, ne? Ach, die ist ja gar kein Finstervieh. So, bitte tot umfallen. Danke sehr. Das ist übrigens das Nützlichste, was das kleine Girl machen kann, ne? Es bringt mir nichts, wenn die Geld findet und es bringt mir nichts, wenn sie hier Items findet, weil das immer Items sind, die ich dann eh schon voll habe.
So, wir machen jetzt zuallererst die Abszesse da oben. Wie komme ich da hin? Ich glaube, so rum. Die würde ich gerne in dieser Folge noch fertig machen, die Abszesse. Okay, hier komme ich nicht hoch. Aber runter. Da ist ein Basilisk. Den haben wir auch noch nie bekämpft. Komm her. Komm her. Weh nicht mal. So, Leute, ihr dürft euch nicht beschweren. Ich wollte ihn bekämpfen. Er wollte nicht. Ja, ich weiß, dass manche denken, ich habe ein gruseliges Lachen. Und das ist mein Dochen und ich bin stolz darauf. Oh, Statue. XP. Nehme ich mit. Das ist halt ein Instant-Level-Up für alle. Die Essenz habe ich schon. Ah, eine neue Fähigkeit. Ja, nur den Angriff zu ganz leicht zu steigern bei einem einzigen, das bringt mir nichts. Oh, eine Fopp-Essenz. Vielleicht kann ich mir Megiddo geben. Das wäre richtig nice. Kraftresistenz, das braucht er nun wirklich nicht. Das ist halt nur, dass der eine bessere Abwehr gegenüber Windangriffen hat. Die ich gecraftet habe, die haben natürlich Skills voll, ne? Ja, eine König, King Frost Essenz. Und wieder ein Kampf. Der Grund übrigens, warum das nützlicher ist, einfach, ich kriege erstens bei den Kämpfen mehr Geld. Ich kann da auch Items kriegen. Und zwar die, die ich verkaufen kann. Und drittens, ich kriege einfach mehr Erfahrung. Zusätzlich besteht da die Chance, dass da Mithamas auftauchen. Die, wie wir alle wissen, Glorienkristalle droppen können. Deswegen ist das das Nützlichste, was sie machen kann. Mir Gegner darauf beschwören. Auch wenn ich dann auch was cutten muss. In diesem Falle nicht, weil da Mithama im Hintergrund steht. Fernrohr, Mithama. Man kann zum Glück das Fernrohr nicht auf bereits bekannte Gegner aus Versehen einsetzen. Und es ist gegen Feuerschwach, das kann ich instakillen. Tschüss. So, und jetzt spulen wir einmal kurz zum Ende des Kampfes. Zwei Glorienkristalle, die setze ich nach der Folge ein. Ich will die Abszesse noch verprügeln. Aber immer erstmal umgucken, ob hier ein Miman rumgammelt. Die hocken ja meistens in den unmöglichsten Ecken. Ich habe halt wirklich zwei offscreen unter den Brücken gefunden. Also Brücken sind offenbar so Safe Spots, wo du einen Miman finden kannst. Weil bisher hatte ich es nicht, dass bei einer Brücke kein Miman war. Ich wollte schon sagen, bei so einem Konstrukt, da muss doch einer hier gammeln. So, 43 mit dem Zaglorenkristall 60. Komme ich da drüber? Ja. Für ein Illusionsjuwel. Wovon habe ich gerade so viel ausgegeben von den Verwirrungsjuwelen, ne? Warum hast du mir dafür keins wiedergegeben, Spiel? So, hier ist auch nochmal was. War ja klar. Ich guck gerade nur, ob hier Miman irgendwo gammelt oder ein Automat. Ein Exorzismus-Amulett. Warte mal, ich nutze die mal eben schnell. Wenn ich schon in dem Menü bin. Exorzismus-Amulett, da. Tilt die Statusschwächung von allen Mitstreitern. Okay. Kann nützlich werden, aber jetzt will ich mich endlich mal auf diese scheiß Abszesse konzentrieren. Und ich will nicht wissen, was da für ein Mega-Vieh gammelt irgendwo. Da oben drauf wahrscheinlich. Ich glaube, in der Richtung war die Abszesse, oder? Da unten. Wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt hier aufs Gebäude. Die Abszesse kommt nächstes Mal dran.
Weil hier oben sollte ich in Ruhe meine Abmod machen können. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ja ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.